dass ich den Wenn ich dich finde. Raum gleich betreten habe. Ich war halt hinter der Rune her. Ich wollte eigentlich nicht mit der Hauptquest weitermachen. Mich ärgert jetzt, dass ich den kleinen Raum noch nicht untersucht habe in der Bibliothek. Nichts zu lachen. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ich finde es immer schön, wenn Männer kuscheln. So, wie komme ich da jetzt raus? Wo bin ich? Da. Gut, hätte ich hier erst drauf geguckt, hätte ich natürlich gesehen, dass das der Besprechungsraum ist. Kacke. Eigentlich muss ich doch nur den Weg zurück irgendwie finden, oder? Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Bereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Da wären die Archive gewesen. Boah, nervt mich das jetzt. Kacke. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Leise auf neu, mich würde es nicht stören, das hast du es schwer. Ja, ich hab's gerade überspeichert. Kann ich neu laden. Außerdem finde ich Neuladen immer doof. Gerade wenn es dann im geschichtlichen Fortschritt was ändert. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Außerdem ist es ja auch nicht schlimm, wenn es mal was schwerer wird, Glarantor. Ich war eh zu schnell hier und dachte mir dann, okay. Damit habe ich es auch noch nicht gerechnet. So diese Anlage schwer wird war das Reinkommen jetzt nicht unbedingt. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ich muss nur wissen, wohin. Es reicht jetzt, den Weg einfach zurückzugehen. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Okay. Das ist natürlich doof hier in der Ecke. So.
Was sagt mir denn mein Herz? Haben wir hier irgendwo eine Rune? Da drüben haben wir eine Rune und ein Dingens, Gedönsens. Knochenartefakt. Einmal hergebracht, verlassen Sie diesen Ort nie mehr. Die Aufseher finden immer die Schuld, nach der Sie suchen. Wieso erinnert mich das eigentlich so an gewisse Zeiten in Deutschland? Nein! Warum? Wieso fällt er da einfach runter, Mensch? Was bist du eigentlich für ein Vieh? Das ist doch kacke. Also schon teleportieren zwei. Nein. Jetzt ist meine Hand wieder eingeschlafen. Ah, blöde Hand. Toll, funktioniert natürlich nicht. Da bitte nicht wieder runter. Hey, wieso gehst du da nicht hoch? Danke. Okay, auf der Seite irgendwo muss Ironie sein. Da drin. Interpretiere ich das jetzt halt richtig, dass ich dafür da rein muss? Was ich tue, die kann man aber schon abschießen. Also nach Hund sah das nicht aus. Das sah nach irgendeinem genmanipulierten Experiment aus, das fehlgeschlagen ist. Ich komme da nicht rein. Kacke. Ich komme da nicht rein. Wie soll ich denn da reinkommen? Hat da irgendjemand einen Schlüssel für mich? Letzte Warnung. Edmund, ich habe erfahren, dass Sie wissen, wo sich mein Allerheiligstes befindet. Wenn ich Sie erwische, wie Sie erneut bei Holgers Statue herumlungern und hoffen, auf einem meiner Gäste zu treffen oder mit Ihnen in Kontakt zu treten, werde ich Sie als Ketzer brandmarken und aus der Stadt jagen. Mit freundlichen Grüßen, Oberaufseher Campbell. Ja, das haben wir ja schon gefunden.
Letzte Nacht, Windhelm. Letzte Nacht war wunderbar. Ich stelle mir gerade vor, wie mich deine Arme umfassen und ich deinen Atem in meinem Nacken spüre. Ich hatte Angst um unser Leben, als uns die anderen Aufseher sahen, aber du warst so ein einfallsreicher, du warst so einfallsreich wie immer. Und ich nehme dir die Beleidigung und Drohung nicht übel, da ich weiß, dass du dadurch jeglichen Verdacht über uns zerstreuen wolltest. Hoffentlich können wir uns bald wiedersehen, vielleicht in 2 Nächten, wenn du wieder Ausgang hast. Darion. Oh, Liebe! Du fehlst uns. Lieber Harold, normalerweise mache ich so etwas nicht, aber ich habe einen Brief gefunden, den deine Eltern geschickt haben, als du zum ersten Mal zur Weißen Klippe gebracht wurdest. Vergiss unsere Regeln nicht, die dir die Entscheidung ersparen, dich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Wir können uns nicht länger unter denen bewegen, die wir beschützen. Wenn sie ihm wenigstens den Brief hier vorlesen würden, auch wenn ihre Beweggründe richtig sein mögen, wissen wir, dass er in diesem Augenblick bestimmt sehr große Angst hat und wir nicht für ihn da sein können. Lieber Sohn, du fehlst uns. Es tut uns sehr leid, dass wir gerade nicht zu dir kommen können, um dich zu holen, wo du auch immer sein magst. Sei stark, Sohn. Wir wissen, dass du deinen Weg gehen wirst. Bitte vergiss uns nicht und versuche uns zu finden, wenn du wieder frei bist. In Liebe, Mama und Papa. Oh. Er hat den Brief wahrscheinlich nicht bekommen. Vorsicht, Berthold. Ich habe gesehen, wie einer unserer Brüder ein Paket in die Brieffächer werfen wollte, damit es von den anderen gefunden würde. Ich denke, dass es sich dabei um den Beweis handelt, dass deine Schwester mit Hexerei zu tun hat, worüber du mit mir gesprochen hast. Ich wollte ihn aufhalten, aber er sagte, ich müsste für ihre Verbrechen brennen, wenn ich ihre Taten deckte. Du sollst sie warnen. Versucht, aus der Stadt zu fliehen, bevor sie sie schnappen können. Dein Freund und Bruder. Wow. Okay, irgendwie ist diese Welt so eine Mischung aus Mittelalter, verbrennt die Hexe, dann gewisse deutsche Zeiten und ja, andere schöne Aspekte. Also aus allem nur das Schlimmste. Was bist du denn für ein Penner-Wichser? Oh oh. Oh oh. Bye bye. Die Tür zu. Der junge Prinz von Tyvia. Auszug aus einem Bühnenstück. Lord Nathan Bale, Zorneswelt. Wie können Sie es wagen, Sir, in diesem Aufzug in meinem Haus? Ich sollte Sie der Wache überstellen, elender Tyvianer. Prinz Kalisar näher kommt. Ein rüdes Willkommen für königliches Blut, mein Herr. Ihre Tochter brachte mir mehr Gastfreundschaft entgegen, aber sie ist für den Abend ausgegangen und hat mich allein zurückgelassen. Lord Nathan Bale stotternd, dem jungen Mann vor sich studierend. Was machen Sie hier? Raus aus diesem Haus, verschwinden Sie in Ihr frostiges Reich, bleicher Bengel. Prinz Kalisar, neckisch grinsend. Kein Grund für einen Streit zwischen uns, Lord Bale. Ist meine Anwesenheit hier denn so schlimm? Wie ich bewiesen habe, fühle ich mich Ihnen und Ihrer Familie eng verbunden. Lord Nathan Bale keuchend. Du meine Güte, Kalisar, Ihre Haut ist so warm, sie brennt geradezu. Interessante Lektüre zum Schlafen. Ich will hier irgendwie einfach nur raus. Und einen Kuchen essen. Und eine Bockwurst essen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss.
Oh, oh, Hund. Und? Komm ich irgendwie weg? Weg, Hund! Na toll! Der Alarm geht los. Toll. Peppy! Schön, dass du da bist. Ja, Hundi ist böse. Hundi verrät uns. Ich war schon immer mehr der Katzenmensch. Jetzt kann ich zumindest mal schauen, wo wir die anderen Artefakte finden. Ich weiß, dass du hier bist. Weißt du gar nicht. Ich finde dich schon noch. Nein, tust du nicht. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Du hast jetzt schon nichts zu lachen. Wie geht's dir, Peppy? Warst du schon einkaufen? Lass dich von mir löchern. Mit Fragen. Okay, du gehst morgen einkaufen, so wie du das immer sagst. Aber ich kenne das. Dann sage ich auch wieder, ich gehe morgen und dann gehe ich doch nicht. Ja, wo ist jetzt das andere Artefakt? Das muss hier doch in der Richtung sein. In diesem Gebäude. Wie soll ich denn da reinkommen? Die Tür ist doch so. Da müssen wir theoretisch hin, aber ich will hier vorher alles abgrasen. Essen braucht ja keiner. Na, notfalls bestellst du dir was, Peppy. Ich würde mir auch lieber was bestellen, aber dadurch, dass mein PayPal zurzeit so spackt, ist das halt nicht so ganz tollig. Wie soll ich da reinkommen? Und die kommt. Und die Böse. Das ist Wollo. Da war ich schon drin. Kann das sein? Sieht zumindest ziemlich tot aus, der da liegt. Das funktioniert nicht. Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich habe zurzeit halt Probleme mit meiner Magensäure. Dadurch kummelt mein Magen immer ein bisschen und schmerzt. Aber ich habe es gestern halt auch mal wieder übertrieben und einfach nicht dran gedacht. Und dann erstmal halt wieder Zitroneneistee getrunken.
Mit Zitronensäure und Kohlensäure gleichzeitig? Also bin ich irgendwie selbst schuld, dass es mir heute wieder ein bisschen schlechter geht. Da war ich doch schon drin, oder nicht? Nein, war ich nicht. Das hat sich so nach Hund angehört. Da ist doch bestimmt einer drin. Ach, die stehen da draußen. Freut mich nur, dass es dir gut geht. Ich darf halt auch nicht vergessen, dass die Ratten mich auch töten können. Bewegst du dich auch nochmal? Hier halt durchs Fenster spannert. Geh weg! Du musst in die Werkstatt übers Dach. Die Rattenboys? Nee. Die Rattenboys, wenn es zu viele sind, fressen sie dich, Peppy. Ich könnte zumindest mal versuchen, ich komme ja nicht durch, ne? Kacke. Okay, ein Schraubstock. Geh doch weg, du blöder Kack. No. Iborogas benutze ich schon seit Wochen. Naranto. Das bringt's nicht. Ein Arzt sagt, es ist der Stress. Wobei ich mir denke, mittlerweile habe ich fast keinen Stress mehr. Also glaube ich irgendwie nicht, dass es der Stress ist. Geh doch weg, du. Das was da liegt, oder? Wie komme ich denn wieder raus aus der Nummer? Was soll ich denn hier mit dem Schraubstock stecken? Ich raff nicht, was ich hier tun soll, wenn ich ehrlich bin.